Boah, ich finde es ehrlich schwierig zu sagen heute. In der ersten Halbzeit vor allem auf jeden Fall verwerfen wir zu viel. Vielleicht hat irgendwo die letzten 1-2% gefehlt in den einzelnen Aktionen, dann voll durch die Lücke durchzuspringen, nochmal den letzten richtigen Pass zu spielen. Und so kriegen wir dann auch noch den ein oder anderen Fehlpass, das ein oder andere Stürmerfoul, das sich dann am Ende einfach summiert. Und ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass wir im Spiel drin sind, aber am Ende lassen wir es dann ziehen und plötzlich ist Wetzlar 3 Minuten vor Schluss mit 3 Toren vorne und dann hast du keine Chance mehr und das tut einfach weh heute. Ja, wie gesagt, ganz, ganz schwierig zu sagen heute. Ich glaube, es sind einfach heute die kleinen Dinge gewesen und wie ich schon gesagt habe, das summiert sich dann aufs Spiel hinweg und das dann gerade in der letzten Phase zu haben, tut einfach doppelt weh, weil man eigentlich voll im Spiel drin ist, auf der Siegerstraße steht und dann im Endeffekt doch noch mit 3 Toren verliert, weil man es sich ja leichtfertig aus der Hand gibt. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt einfach in der Nacht drüber schlafen und jeder für sich auch überlegen, was heute war oder was gefehlt hat und dann als Mannschaft ab morgen wieder anfangen, sich darauf vorzubereiten, auf das Spiel am Dienstag und dann hoffe ich auf eine volle Halle und volle Unterstützung und dann glaube ich, dass wir da einen guten Grundstein legen werden, dass wir im Rückspiel in Nasice dann den Einzug ins Final Four sicher machen können. Ah, ganz schwierig, ich habe bisher kaum was von den Kroaten gesehen, deswegen werden wir sehen, was im Video auf uns zukommt und dann werden wir uns darauf vorbereiten und ich glaube vor allem, dass es darauf ankommen wird, dass wir nach uns selber schauen und unsere Leistung abrufen müssen.